Oh Gott. Die hassen mich gerade einfach in diesem Level, wirklich. Das ist einfach nur Hass. Hey, du hast ja eine Goldmine an Daten gefunden. Ich schnapp mir so viel wie möglich, während du die Welt rettest. Irgendwelche Ideen? Der neurale Upload läuft durch die Quantencomputer in diesem Labor. Wenn wir die hacken, verhindern wir, dass diese Psychopathin zu einer KI-Superintelligenz wird. Aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Was war das? Die Qubits und Verbindungen trennen sich. Das ist kein Zufall. Hä, was genau muss ich jetzt hier eigentlich mit Strom versorgen? Ach, das ist noch gesperrt. Du bist hier, oder? Du hast meine Warnung ignoriert. Was fehlt denn jetzt hier noch? Was tust du da? Leite Speicherzugriff um. Du hättest dich raushalten sollen. Du begehst gerade den größten Fehler deines Lebens und wirst dafür teuer bezahlen. Hör auf, bitte, bevor es zu spät ist. So. Und dann ist hoffentlich die Mission vorbei. Was hast du getan? Upload neu starten. Komm schon, Upload neu starten. Security zum Quantenlabor. Security zum Quantenlabor. Alarmstufe rot. Was? Da hat bloß noch ein Pups gefehlt.
das jetzt alles nochmal machen? Eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Endlich Action. Mich sperren die nicht ein. Wirst du sehen. Oh nein. Hört das? Die erledigen wir! Wasser auf den Boden! Ah! Oh, ich habe keinen Bock mehr. Diese Mission, ich. Nee. Sorry. Das triggert mich gerade so hart. Ich mach die jetzt nicht fertig. Ich mach jetzt das Spiel aus. Ich werde diese Mission hier, die ich jetzt fünfmal versucht habe, mindestens fünfmal, ich werde ich offline fertig machen. Und dann machen wir das nächste Mal im Stream an einer Stelle weiter, wo ich einfach vorwärts komme. Aber diese Mission gerade macht mich einfach nur alle. Ja. Was ich eigentlich zeigen wollte. Sorry, aber das macht mich gerade so fertig. Wirklich. Diese Mission macht mich alle. Ich wollte euch noch kurz was zeigen. Warte mal, das kann ich ausmachen. Das hier. Ich bin übrigens laut Ubisoft erst bei 25% Game-Fortschritt. Ich weiß halt nicht, was hier alles mit reinzählt. Ja, ich weiß es nicht. Weil. Nee, das nicht. Ja, ich glaube, wir sind im vierten von acht Kapitel. Irgendwie diese Übersicht hier. Das haben wir auf jeden Fall heute gemacht, dieses Bloody Mary Kelly, aber. Lücke in der Rüstung in Albion, rekrutieren Albion Guard, Schemata stehen im Bauch des Tieres, Sequenz einleiten. Das haben wir doch heute alles nicht gemacht. Das ist doch diese andere Mission, die wir hätten machen können. Wir machen doch gerade das. Nach Hause kommen haben wir wahrscheinlich gemacht. Das war das, wo wir da im Keller waren. Ja, Dystopia, mir ging es nur drum, weil wir immer geguckt haben, bei welcher Mission wir sind von 37. Aber dann können wir das ja nicht nutzen, weil die habe ich alle nicht gemacht. Also sind wir nicht bei Mission 16, sondern bei Mission 11. Darum ging es gerade nur.
Ich weiß, dass ich zwei Hauptmissionen zur Auswahl hatte. Ja, gut. Ich wollte euch eigentlich nur das eine Ding hier zeigen. Wartet, ich muss das kurz starten. Guckt. Oh, das ist jetzt alles ein bisschen. Aber ich könnte jetzt hier mit euch was Cooles machen. So, das würde ich euch nur kurz zeigen. Okay, tschüss. Ich wusste nicht, dass das Ding sofort anspringt, aber cool, oder? ich habe das jetzt eingerichtet, dass ich mein Handy als Kamera nutzen kann. Und ich jetzt hier quasi auf meinem Tisch was Schönes machen könnte. Aber in der Kamera sah gerade das Mauspad, was ich habe, viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. So dreckig ist es nicht. Ja, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Oh, das mit der Mission nervt mich. Kann ich die nochmal komplett... Können wir das nochmal ordentlich machen? Oh Mann, ich will die Mission fertig haben. Wieso muss ich denn eigentlich das alles jetzt nochmal machen? Bloß weil die mich am Ende erschossen haben. Da muss ich jetzt nochmal komplett dieses komische Drehrätsel machen, oder was? Mir ist gerade richtig warm, Chat. Ich bin voll am Schwitzen. Bock auf Party? Sorry, aber hier ist Beckley. Wen hattest du erwartet? Eigentlich einen Kumpel, der gerade aus Wandsworth raus ist. Tolle Neuigkeiten. Wie wär's, wenn ich eine Willkommensparty organisiere, während du dich um den Widerstand kümmerst? Broken Dreams. So fühle ich mich auch gerade. In welche Richtung müssen wir? Ich muss nur sagen, ich mag sie nicht, weil sie hat eine blöde Waffe. Die Waffe hier ist richtig doof, die macht nicht viel Schaden. Ich muss die andere Waffe auswählen. Hä, warte, wo fahre ich jetzt hin? Das ist richtig.
So. Will mir ja nicht vorwerfen lassen, dass ich zu schnell aufgebe. Das war auf jeden Fall schon mal nicht die richtige Kamera. Oh, diese... Es täuscht immer so. Okay, aber... Ach stimmt, hier komme ich ja jetzt wieder so nicht hoch. Ah! Oh nein, ich glaub's nicht. Warte, wo ist die Drohne? So. Ja, wir müssen jetzt alles nochmal machen, obwohl wir... Ja, diese Mission, ich hasse sie. Ich habe gerade das Spiel schon beendet. Ich will es aber nicht auf mir sitzen lassen. Ich will das durchziehen. Kann ja nicht sein, dass mich diese eine Mission in diesem Spiel alle Nerven kostet. Doch, kann es sein, weil er hat es schon gemacht, aber, you know. Das kann ja nicht Sinn und Zweck des Spiels sein, dass mich das Spiel fertig macht. Wieso? Ich hab den doch gestört. Ey, die Mission macht mich alle, wirklich. Und jetzt alles nochmal. Jetzt kommen erst wieder Gegner. Dann muss ich wieder diese Drehrätsel machen. Dann kommen noch mehr Gegner. Wieso steht jetzt deaktiviere die rechte Hälfte? Hat es die linke jetzt schon deaktiviert? Hat es das übernommen? Ja, die ist schon rot.
Immerhin. Sind auch einfach nur Elite-Kämpfer hier drin. Gar kein Problem. So, jetzt müssen wir gleich wieder, jetzt wird wieder geschossen. Wenn wir jetzt wieder sterben, müssen wir das nochmal wieder alles machen. Was hast du getan? Upload neu starten. Komm schon, Upload neu starten! Security zum Quantenlabor! Security zum Quantenlabor! Alarmstufe rot! Uah, die kommen von hier! Wer schießt denn schon wieder von hinten auf mich? Wie soll ich... Die schießt einfach hier durch, oder was? Ist, sag mal... Hat er einfach die durch die Wand geschossen die ganze Zeit? Ist auch nicht mehr. Diese Mission. Hör mir zu. Was du in meinem Labor gesehen hast, war nichts weiter als die frühe Phase eines wichtigen Experiments. Sieh dich um. Es ist vielleicht Korruption, nicht schön, aber Klimawandel, nukleare Kriege. Die Menschheit wird sich selbst zerstören. Aber Daybreak kann das ändern. Hilf mir, die Evolution der Menschen voranzutreiben. Wir können Leben retten, uns erheben. Hallo Owen. Schönen guten Abend. Zack, seht ihr das hier? Sie stirbt. Du kommst nicht allein. Hast du alle nur getötet und gefoltert, einzig um dein Leben zu retten? Du bist erbärmlich. Es geht hier nicht um mich. Mit unserem Verstand in der Cloud überstehen wir jede Naturkatastrophe. Dann sind wir sicher, frei und glücklich für immer. Die Menschen sind dir doch vollkommen scheißegal. Du bist eine verrückte Egomanin, die auf alles scheißt, sogar auf ihre eigene Mutter. Du kannst immer noch das Richtige tun. Setz den Upload fort. Lass mich am Leben, damit ich weiterarbeiten kann. Hey,
Du darfst ihr kein einziges Wort glauben. Deaktiviere ihr Lebenserhaltungssystem und beende es. Wie immer du dich entscheidest, sie kann dich nicht stoppen. Ich auch nicht. Du hast also die Wahl. Ja, tu das Richtige. Bitte. Nicht. Also eigentlich haben wir keine Wahl, Chat. Wollte nur mal kurz gucken, was für Spiele du nicht magst und spielen. Ganz ehrlich, Owen, ich habe dieses Spiel gerade quasi geragequittet. Diese Mission hier gerade macht mich so wütend. Wirklich. Die macht mich richtig wütend. Und wenn ich diese Mission hier gleich geschafft habe, dann beende ich das Spiel und den Stream. Ich mach gleich aus, Owen. Tatsächlich. Die Mission hat mich jetzt gerade sehr getriggert. Aber schön, dass du kurz reingeguckt hast. Und dann wünsche ich dir jetzt guten Appetit. Ich bin am Mittwoch wieder da. Mittwoch, so ab 17 Uhr ungefähr. Falls du da Zeit und Lust hast. Da geht's mit Watch Dogs weiter. Ja. Aber trotzdem schön, dass du kurz da warst. Chat, wir müssen sie töten. Wir haben keine Wahl. Das freut mich, Owen. Es war kein Fishing for Compliments. Auch wenn es vielleicht so klein ist. Nein, bitte. Tu mir das nicht an. Ich will nicht sterben. Dann Donnerstag. Donnerstag auch ab 17 Uhr. Verflucht gut. Ich bin stolz auf dich. Alles erledigt. Willst du noch ein paar Selfies mit der Leiche machen? Dann beeil dich. Die Security ist unterwegs. Sei vorsichtig. Natürlich ist die Security unterwegs. Ich muss hier raus. Schon wieder töten? Ja. Och nein. Der Spaß ist vorbei. Die Person ist verletzt. Ich fass es nicht. kein Problem, Owen. Bis bald. Irgendwann passt's mal wieder. Schönen Abend wünsche ich dir noch. Ich hoffe, wir hatten jetzt einfach hier einen Safe Point. Ja, und es ist nicht dein Ernst. Ich muss wieder hier draußen anfangen. Sicher, hab ich erwählt. Na los. Gehen wir. Hallo, erzählt uns noch jemand den Rest? Es ist vorbei. Larsen ist tot. Haben wir einfach den Kampf geslippt? Eine Lügnerin weniger auf der Welt. Trotzdem. Ich muss ständig an die KIs denken, die sie erschaffen hat. Entmenschlicht, versklavt. Scheiße. Hey, es gibt noch viel Arbeit. Aber wir können zusammenarbeiten. Jetzt schleimer nicht so rum. Das ist eine berufliche Zusammenarbeit. Belassen wir es dabei. Bis dann. Wir haben einfach den Kampf geskippt? Oh, das Spiel mag mich doch noch. Oh. Okay, wir haben das vierte Kapitel abgeschlossen. Muss man wieder trainieren. Chat. Ich fass es nicht. Obwohl die Albion-Mission ist jetzt quasi ja erst das vierte, wartet. Ja. Oder? Wartet. Ja, wir haben das Albion-Chapter quasi übersprungen.
Das heißt, wir müssen jetzt das dritte Kapitel machen und dann geht's da weiter. Ach, Chat. Ihr wisst gar nicht, wie gut es mir gerade geht. Oh Gott. Und diese Mission. Die hat mich gebrochen. Ja. Was für ein Versteck? Unser Bandenversteck? Na, das hören wir uns jetzt noch an. Was wir machen müssen. Das geht jetzt noch schnell. Gut, reden wir über Albion PMC, die einzige Organisation, die Entwicklungsländer noch stärker unterdrückt als die britische Regierung. Albion, angeführt von Nigel Kess, von Partisanenmedien als charismatischer Visionär, von Amnesty International als Kriegsverbrecher bezeichnet, sollte nach den Anschlägen Recht und Ordnung in der Stadt wiederherstellen. Das Timing ist sehr verdächtig, wenn man mich fragt. Das stimmt. Das sind zwei Gründe, weshalb Kess für uns interessant ist. Wir haben einen. Er heißt Hamish Bulagi. In London geboren und schon mit 14 technischer Stipendiat der Kess Foundation, wobei Kess selbst sein persönlicher Mentor war. Mit 16 entwarf Bulagi Kess erste Drohnenflotte. Kleines Detail. Kess verschob die Veröffentlichung um eine Woche auf Bulagis Geburtstag. Kess ist für Bulagi wohl eine Vaterfigur. Wieso sollte er uns helfen? Sie haben sich nach einem Vorfall im Niger-Delta vor 3 Jahren zerstritten. Menschenrechtsanwälte warfen Kess damals vor, eine Drohnenflotte entsandt zu haben, um ein Dorf, das gegen die Errichtung einer Pipeline protestierte, auszulöschen. Doch die Drohnen hatten zuvor eine Fehlfunktion. Bulagi hatte sie wohl sabotiert. Seitdem ist er auf der Flucht. Tracking-Daten zeigen jedoch, dass er wieder in London ist. Shit, er will sich wohl rächen, auch für die Protestierenden. Der Typ hat Kess Drohnen entworfen. Ich denke, er versucht, Albion zu entwaffnen. Er ist untergetaucht, aber das ist nur eine Vermutung. Doch ein abgefangener Albion-Geheimdienstbericht unserer Freundin Caitlin Lau zeigt, dass auch Kess weiß, dass Bulagi sich in London aufhält. Unser Job ist also klar. Wir müssen Bulagi kontaktieren, bevor Albion ihn findet und ihn überzeugen, dass Kess unser gemeinsamer Feind ist. Der Typ ist unsere Chance, Albion zu stoppen und uns zu rehabilitieren. Und die größte Privatarmee der Welt will ihn tot sehen. Kaum Druck. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich konnte den Bereich, in dem wir Hamish Bulagi vermutlich finden, eingrenzen. Ich habe die Koordinaten an deine Optik geschickt. Okay. Also, da geht's dann am Mittwoch weiter. Hier gibt es auf jeden Fall weniger Geld für die Mission. Ich hoffe, das bedeutet, die ist dann kürzer und nicht so anstrengend. Gucken mal. Genau.